Mit digitalen Medien kann ich so viel mehr machen als mit den analogen Medien. Aber leider nur in der Theorie. In der Praxis kann ich mit digitalen Büchern, digitaler Musik, digitalen Vokabeltrainings und so weiter bisweilen weniger machen als mit den analogen Vorgängern. Wer das anders haben möchte, sollte mehr über die 5V-Freiheiten lernen, die wir in diesem Video erklären. Digitale Medien sind ja eine tolle Erfindung. Nehmen wir zum Beispiel Musik. Ich kann hiermit viel mehr Musik sammeln und die Funktionen zum Suchen und zum Sortieren sind digital auch viel, viel besser. Ich kann das hier viel einfacher mit anderen teilen, mit Freunden, mit Kolleginnen, auch weltweit vernetzt, über Gruppen oder gleich ganz öffentlich im Web. Ich kann digital viel einfacher Ausschnitte oder Remixe machen oder ich kann etwas ganz Neues bauen, zum Beispiel den Ton für einen Film verwenden. Und das Ergebnis kann ich dann auch ganz leicht wieder mit der ganzen Welt teilen. Dummerweise gilt das Ganze nur in der Theorie. In der Praxis gibt es große Hürden. Erstens rechtliche Hürden und zweitens technische Hürden. Aber diese Hürden sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben wir uns gesellschaftlich ausgedacht. Dass das gar nicht so sein muss, zeigen 5 Freiheiten zur Offenheit. Sie heißen 5V-Freiheiten, weil jede Freiheit mit einem V beginnt. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, was die 5 Freiheiten denn genau sind und was damit möglich wird, beziehungsweise was ohne sie unmöglich bleibt. Wir haben da mal was vorbereitet. Nehmen wir irgendein digitales Stück Medium, das uns beim Lernen helfen kann. Das kann zum Beispiel ein E-Book sein oder ein Musikstück oder ein Arbeitsblatt, irgendein Material. Das erste der 5 Vs steht für Verwahren oder auch für Vervielfältigen. Das bedeutet, dass ich einen Inhalt behalten darf. Klingt selbstverständlich. Ist es aber nicht. Wenn ich meine Musik von Spotify bekomme, dann darf ich die nur so lange behalten, wie ich auch Kunde bei Spotify bleibe, beziehungsweise solange Spotify gefällt. Und ich darf das bestimmt nicht so abspeichern, wie ich es möchte. Bei einem Stück Musik oder einem Buch oder einem Arbeitsblatt, das offen und frei im Sinne der 5V-Freiheiten ist, kann ich das so speichern und sortieren und behalten, wie es mir gefällt. Das erste V steht nicht nur für Verwahren, sondern auch für Vervielfältigen, also Kopien machen. Auch da wird schnell klar, da gibt es ohne die entsprechende Offenheit hohe Hürden, sowohl technische als auch rechtliche Hürden. Das zweite V steht für Verwenden, also dafür, dass ich das Material für beliebige Zwecke einsetzen kann. Nehmen wir zum Beispiel einen lehrreichen Film, sagen wir eine Dokumentation über Pinguine. Bei einem Film ist meist in den Nutzungsbedingungen ganz klar geregelt, ob ich ihn nur für mich privat nutzen darf oder auch im Unterricht Schülerinnen zeigen darf oder auch bei der Nachhilfe verwenden kann oder im Hörsaal oder auf einer öffentlichen Veranstaltung vorführen darf oder im Web auf meine Homepage packen kann. Würde der Film offen und frei sein, dürfte ich das alles und hätte sogar ein technisches Format, mit dem ich da flexibel bin, weil es zum Beispiel auch ohne Internetzugang funktionieren würde. Das dritte V bedeutet verändern. Mit dieser Freiheit darf ich ein Material zum Beispiel kürzen und ergänzen, digitalisieren und ausdrucken, in eine andere Sprache übersetzen oder andersweitig bearbeiten. Wenn ich diese Freiheit nicht habe, kann oder darf ich das Material nicht verändern. Ich könnte nicht einmal einen Fehler verbessern. Ich habe dann quasi nur die Wahl, es so zu nutzen, wie es mir gegeben wird, oder es sein zu lassen. Gerade in pädagogischen Kontexten ist es aber sehr wichtig, dass ich zum Beispiel ein Lehrbuch oder ein Arbeitsblatt oder irgendwas anderes an den aktuellen Bedarf anpassen kann. Womit wir beim vierten V sind, dem Vermischen oder auf Englisch Remixen. Wir lehrenden Menschen sind ja quasi Remix-Künstler der ersten Stunde. Wir stellen Materialien ständig neu zusammen, nutzen verschiedene Quellen und bauen etwas Neues daraus. Früher mit Schere und Klebestift, heute halt digital. Blöd ist nur, wenn ich das nicht darf oder kann, weil ich zum Beispiel Materialien bei einem Online-Dienst oder in einer App finde, wo ich sie gar nicht rauskriege. Wenn ich aber die V wie Vermischen-Freiheit habe, kann ich für meine Lernenden die idealen Materialien zusammenstellen und ihnen auch zur Verfügung stellen. Damit wären wir beim fünften und letzten V, das steht für Verbreiten oder auch für Verteilen. Es bedeutet einfach, dass ich ein Material, auch wenn ich es bearbeitet habe oder einen Remix daraus gemacht habe, wieder mit anderen teilen darf, zum Beispiel in einem Team oder in einem Kollegium oder im Internet. Ohne diese Erlaubnisse sind auch die tollsten Materialien dazu verdammt, in meiner Schublade bzw. auf meiner Festplatte zu bleiben.
Was ja relativ bescheuert ist, wenn wir doch eigentlich gerade daran arbeiten, viel mehr Teamwork und Arbeitsteilung auch in pädagogischen Berufen zu schaffen. Das sind also die 5V-Freiheiten, mit denen Offenheit ausgereizt werden kann. Erstens verwahren und vervielfältigen, zweitens verwenden, drittens verarbeiten, viertens vermischen und fünftens verbreiten. Soweit also ein Überblick über die Prinzipien hinter den 5V-Freiheiten. Die haben übrigens nicht wir, sondern David Wiley, einer der ganz großen Vordenker der Open-Bewegungen, erfunden. Man mag nicht immer alle 5V-Freiheiten im Alltag benötigen. Manchmal reicht es mir auch aus, wenn ich ein Buch einfach nur lesen kann. Aber auch wenn ich in der Praxis nur einen Teil der Möglichkeiten ausnutze, ich brauche die vollen Freiheiten, zumal ich ja mal diese und mal jene nutze, mal kleiner und mal größer davon Gebrauch mache. Für mich zeigen die 5V-Freiheiten die Nachhaltigkeit von Open Content im Allgemeinen und OER im Besonderen. Auch wenn ein Material heute noch nicht von mir oder anderen verwendet oder verarbeitet oder verbreitet wird, heißt das ja nicht, dass das nicht morgen oder übermorgen oder in 3 Jahren der Fall sein könnte. Gerade im Feld Lernen mit digitalen Medien ist die Entwicklung ja sehr dynamisch, kaum vorhersagbar. Deswegen sind diese Freiheiten wichtig. Sie geben uns die Möglichkeiten und die Flexibilität, mit digitalen Medien mehr zu machen, als sie einfach nur so zu konsumieren, wie der Hersteller sich das gedacht hat. Für mich ist das der Unterschied zwischen freier, offener Nutzung und quasi einer Friss- oder Stirb-Nutzung. Das tatsächliche Potenzial digitaler Materialien für das Lernen kann nur mit den 5V-Freiheiten genutzt werden. Alles andere sind nur optimierte Weiterentwicklungen der analogen Welt, die kaum etwas von den tatsächlich neuen Möglichkeiten bieten. Hier noch ein Tipp für alle, die selbst anderen etwas über die 5V-Freiheiten erklären wollen. Sie können dafür einfach dieses Video nutzen, denn das ist ja OER. Man kann es frei und offen verwahren, verwenden, verarbeiten, vermischen und verbreiten. Oder Sie können dafür Grafiken und Folien nutzen. Unter der eingeblendeten Adresse kann man eine Infografik plus Erklärung herunterladen. Soweit für heute. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.